Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, eigentlich hatte ich vor, etwas anderes zu bringen, aber da gab es die Levimod API noch nicht. Die ist nämlich jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen und ich dachte mir, ich mache da mal zu ein Tutorial, weil ich schon viele gesehen habe, die damit ein paar kleine Probleme haben. Und genau, ich wollte euch das Ganze so in der kleinen Reihe ein bisschen erklären und keine Sorge, die Anfängerreihe kommt auch noch. Da muss ich aber noch ein bisschen was für tun und ja, ich war jetzt krank und habe meinen Führerschein gemacht. Deswegen war ich die letzte Woche und die letzten zwei Wochen nicht so ganz aktiv. Genau, dann wollen wir auch schon anfangen. Und zwar hier docs.levimod.net. Da steht auch im Grunde genommen alles drin, was man wissen muss. Aber ich zeige euch das Ganze auch nochmal. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf Setting up the Project. Das ist eigentlich eine Erklärung. Als alles erstes gehen wir auf diesen Link. Denn wir brauchen als erstes Forge und Levimod. Brauchen wir uns zwar die 1.8.9 und zwar das MDK. Aber wir gehen hier auf Show All Versions, denn Levimod empfiehlt uns, welche Version ist das? Ich gucke mal eben kurz nach. 1.8.5.5. Und genau, hier ist sie. So, da laden wir uns das MDK runter. Da gibt es hier so einen Ad-Hoc-Link mit Werbung. Da warten wir eben ganz kurz und klicken hier einfach auf Skip. So, dann speichern wir die Datei und dann gehen wir hier, genau. So, als erstes erstellen wir uns einen Ordner. Ich mache das Ganze auf meiner extra Partition, die ich habe. Und zwar für Programmieren. Und zwar neuer Ordner. Levimod Tutorial. Genau. So, und dann müssen wir diese ZIP-Datei öffnen. Und dann haben wir hier alles, was wir in diesen Ordner reinziehen müssen. So. Und rüber kopiert. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt hier eine Kommandozeile öffnen. Indem wir hier cmd eingeben, haben wir eine Kommandozeile. So, und dann machen wir greatlew setup die, oh Gott, ich mir schon, decom workspace. Und das dauert jetzt ein bisschen. Damit setzt er nämlich den Workspace für uns auf. So, wenn hier build successful steht, dann sollte das Ganze auch schon funktioniert haben. Und als nächstes müsst ihr gucken, welche IDE ihr benutzt. Ich benutze IntelliJ. Bei Eclipse ist das nochmal ein bisschen anders. Da müsst ihr nämlich greatlew Eclipse eingeben, aber ich benutze greatlew Idea, damit man das jeweilige Projekt dann erstellt. Übrigens würde ich euch IntelliJ auch empfehlen. Ist ein bisschen besser als Eclipse, meiner Meinung nach. So, dann war's das und dann schließen wir das Ganze schon mal. So, als nächstes erstellen wir hier einen neuen Ordner, den müssen wir Lips nennen und den müssen wir auch unbedingt Lips nennen, sonst hat er später beim Compilen einen Fehler, soweit ich weiß, aber so wird es in Levimod Docs beschrieben und dann machen wir das auch einfach so. So, genau, dann steht hier add the Levimod API und deswegen downloaden wir uns die und dann gehen wir auf hier und dann je nachdem, welche Version wir haben wollen, ich brauche nämlich diese hier, laden wir das Ganze runter und ziehen uns das einfach mal in diesen Ordner rein. So, da. Da und zack. Reinkopiert, perfekt. Genau, dann brauchen wir das hier eigentlich gar nicht mehr. Schließen das Ganze mal und gehen hier in diesem Fall auf das IntelliJ Idea Projekt. Bei Eclipse wird da sowas ähnliches sein, wahrscheinlich nennt sich ähnlich wie euer Ordner. Und dann Punkt Eclipse, ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Datei ist. Auf jeden Fall, wenn ihr Eclipse installiert habt, könnt ihr das damit öffnen. Hier sollte nämlich, glaube ich, ein Eclipse-Icon stehen. Falls nicht, müsst ihr einfach mal in der Levimod-Dokumentation nachgucken. Ist auch übrigens verlinkt. Da wird das Ganze beschrieben. So, hier solltet ihr erstmal nicht auf Import Gradle Project klicken. Das kam nämlich bei mir damals zum Fehler. Kann sein, dass man das machen kann, aber ich würde euch empfehlen, das erstmal nicht anzuklicken. Und dann haben wir hier schon unseren Source-Ordner. Und hier die Example Forge-Mod, die können wir ja auch schon mal rauslöschen. Safe Delete hätte ich jetzt ausmachen können. Genau, und dann können wir das einmal löschen. Das brauchen wir nämlich nicht, das ist für Forge. Und ja, jetzt müssen wir die Levimod API noch hinzufügen. Dafür gehen wir hier auf Levimod Tutorial, drücken einmal F4. Und dann müsste ich hier auf Modules, Sources, Dependencies gehen. Also Sources jetzt nicht, aber auf Dependencies. Und hier müssen wir die Levimod API hinzufügen. Dann gehen wir auf Plus, Jars or Directory, gehen hier in unseren Lips-Ordner
und wählen das hier einmal aus, drücken Apply und okay. So, da war gerade ein Flugzeug, deswegen jetzt nochmal. Hier haben wir den Minecraft-Server und den Minecraft-Client, die können wir hier so ausführen. Allerdings wollen wir hier noch bei Edit Configurations was bei den VM-Options ändern für die virtuellen Maschinen von Java, damit wir auch erkennen können, damit er auch erkennt, was unser Add-on ist, beziehungsweise unser Add-on erst überhaupt erkennt. Dafür gehen wir hier auf Debugging the Add-on und kopieren uns das hier. Ist einfach nur da. So da, das ist einfach, dass er LevyMod da vernünftig injected. Dann haben wir hier einmal die Option für Debug Mode All. Da können wir auch zum Beispiel, also da haben wir Debug-Ausgaben von LevyMod. Informationen, und da können wir hier auch verschiedene Debug-Modes auswählen, die auch verschieden trennen hier. Könnt ihr euch hier gerne durchlesen. Das brauchen wir aber nicht mal so dringend. Aber was wichtig ist, ist das hier, damit wir ihm nämlich sagen können, wo unser addon.json ist, beziehungsweise wie heißt. Das ist einfach dazu da, die addon.json ist sowas wie die plugin.yml bei Spigot-Plugins. So, und dann haben wir das kopiert, fügen wir hier einfach rein, drücken Apply, okay, und schon sollte das Ganze fertig sein. Zunächst gehen wir dann in den Java-Ordner und erstellen eine neue Datei. So, und die nennen wir addon.json, nicht JSON, nennen. Das mache ich ganz oft gerne falsch. Dann schreiben wir im JSON-Format, also erstmal klammern hier, verschiedene Dinge rein. Und zwar brauchen wir einmal hier die UUID. Und da schreiben wir ganz einfach rein, %UUID%. Das wird dann später ersetzt durch eine passende UUID von LevyMod. Als nächstes kommt der Name und ich nenne das jetzt einfach mal Tutorial. Und ganz wichtig ist noch unsere Main-Klasse. Da müssen wir nämlich hier Main-Class eintragen und hier trage ich gleich die Main-Class ein, aber dahinter muss kein Komma mehr. Das ist wichtig. So, deswegen erstellen wir jetzt hier erstmal ein neues Paket. de.tutorial.tamo. Einfach mal und dann erstelle ich eine neue Klasse, die nenne ich Tutorial Add-on. Das tragen wir dann nun hier ein, sehen wir hier de.tutorial, wie eigentlich bei Spigot mit der Main-Class, Tamo, Tutorial, Add-on, und dann sollte das Ganze auch schon funktionieren. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen krank, aber auf jeden Fall, um aus dieser Klasse ein Add-on zu machen, müssen wir Extends LevyMod Add-on, genau, hat er schon erkannt aus LevyMod API, und dann müssen wir hier vier verschiedene Methoden implementieren, und zwar onEnable und disable loadConfig und fillSettings. So, im Grunde genommen brauchen wir hier nicht viel zu machen. Ich mache hier einfach nur eine Systemausgabe. System.out.println enable tutorial add-on. So, damit ist das Ganze auch schon fertig und es sollte ausführbar sein. Wir probieren das Ganze einfach mal aus. Ihr seht schon hier enable tutorial add-on. Das Ganze hat schon funktioniert und wenn wir jetzt hier auf auf Options, LevyMod Settings, Add-ons, Install klicken, haben wir hier tutorial add-on. So, das heißt, das Ganze funktioniert schon mal und in der nächsten Folge werde ich ein kleines Add-on programmieren, euch das Event-System wahrscheinlich zeigen und was mit der Config werde ich auch noch in der Reihe zeigen, und euch das Ganze erklären, wie das hier aufgebaut ist und funktioniert. Minecraft-Musik aus. Genau, und dann würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da und abonniert mich gerne, falls ihr die Reihe nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao!